Tada, da bin ich. Bestückt mit Löffeln. So, wir fangen hier mal an. Und der Curry mit Bullenfleisch. Der Klassiker schlechthin. Und ich konnte mich nie entscheiden, was ich nehmen soll, wenn ich hier bin. Und jetzt kann ich alles probieren, das ist cool. Also ich finde es grandios. Und dann noch mit Reis. Von der Schärfe, Mittel, hm? Mittel, Marianne, Mittel. Mhm. Das Nathalie ist heimgegangen, es hat mir vorher schon fast den Magen verbrannt, als die Portion Musik gegessen hat. Und ich hatte nur den Preis mit ein bisschen Sauce, aber das ist so... Oh, aber es ist fein. Das ist Bambus. Mhm. Hier haben wir Massaman-Göri. Das ist eher süßlich, weil es hat mit Ananas und Herdöpfel und Erdnüsse und Also eher eine milde Variante von einem Göri. Das ist Erdnüsse. Also sehr gut. Mein Favorit ist immer noch das erste. Der rote Curry. Mhm. So. Hier haben wir einen grünen Curry mit Poulet und Spaghetti. Eher ein bisschen schärfere Variante von der Curry. Ja. Das hätte schon schön können einziehen können. Schärfe. Oh, shit. Gut. Das ist alles relativ. Und es ist das Grüne. Mhm. Das ist alles sau fein. Aber scharf. Mhm. Hier haben wir Panen-Curry. Panen ist ein eher dunkles rotes Curry mit Mais, Peperoni und Rindfleisch. Das ist der maßgebliche Unterschied. Panen-Curry macht man typischerweise mit Rindfleisch. Ich glaube, jetzt ist alles. Jetzt geht alles. Ja, aber wie Wasser. Ja, ja, ja. Das ist nichts Scharfes, oder? Nein, das ist ein Peperon. Alles, was einem nicht umbringt, härtet ab, sage ich euch. Gibt dafür noch eine vegetarische Frühlingsrolle. Ganz eine milde. Mm. Auf die freue ich mich. Hier haben wir gebratenes Poulet mit Ingwer, Pilzli und Gemüse. Ist gar nicht scharf. Mmh. Oh, würzig, aber nicht scharf. Mega lecker. Mmh. Ich liebe die Pilze.